Hallo meine Lieben, ich möchte mit euch eine Karte basteln und diesmal geht es um eine Facebook-Gruppe miteinander fantasievoll gestalten und die liebe Christine hat ausgelost deine Lieblingsfarbe. Ja, dann wollen wir mal basteln. Ich habe hier ein ganz normales Ska-Stock-Papier, etwas dicker. Ein A4, ihr nehmt es einfach hier und faltet einmal hier die Mitte. Wenn ihr das habt, streift einfach mit dem Finger hier nochmal drüber. Dann nehmt ihr euch eine Schneidemaschine oder Schneidebrett, je nachdem was ihr zu Hause habt. Dann schaut ihr einfach, dass es gerade ist, der Boden, und schneidet vorne und hinten einfach ein Stück ab. So, und wenn ihr das dann habt ihr zwei verschiedene Teile, also zwei gleiche Teile meine ich. Und ich mache einfach hier nochmal umklappen. Da braucht sie wirklich nicht viel Kraft. Einfach hier Klatschstreifen mit dem Finger oder mit so einem Falzbein und schaut, dass wieder gerade ist. Und sollte es noch nicht, immer noch nicht gerade sein, einfach noch ein Stück abschneiden. Und dann müsste es gerade sein. So. Als nächstes nehmt ihr euch einfach einen Stift eurer Wahl, was ihr gerne benutzen möchtet. Ich habe hier eigentlich drei verschiedene. Ein von den hier. Dann ein Copic, den habe ich mir mal gekauft. Und einen billigen China oder sonstiges. Ich nehme aber den. Dann braucht sie ein Lineal. Das ist ganz einfach, die Karte. Das kann sogar ein Mann basteln, glaube ich. Oder sonst jeder, der nicht bastelt zum Beispiel, kann das bestimmt auch basteln. Da braucht sie noch ein gutes Augenmaß. So bastle ich gerne meine Karten, nicht mit zu viel Aufwand oder manchmal mit viel Aufwand, aber wie gesagt, jetzt entsteht eine schnelle Karte und hier tut sie einfach so machen. Und das Thema ist, meine Lieblingsfarbe ist eigentlich vieles. Ich nehme jetzt mal vom neuen Actionpapier dieses hier. Das schimmert so schön. Und wo ist jetzt meine Schneidemaschine? Die steht hier immer schon griffbereit für mich. Und stanze mir gleich mal eine Schrift aus oder ein Muster, je nachdem. So, ich habe mir gerade eben mal eine Stanzschablone oder zwei Stanzschablonen mir rausgesucht. Ich hatte vorher schon mal eine Karte gebastelt, die zeige ich euch aber am Ende, ob das zwei Karten auch gilt, das weiß ich nicht, aber ich zeige euch die trotzdem mal. Und das ist die Farbe Türkis mit Weiß jetzt im Moment.
Ich glaube, ich mache da noch eins in der Farbe. Aber im Sommer ist eher Türkis meine Farbe. Ich weiß auch nicht warum, aber ist so. Aber ich denke mal, jeder hat seine eigene Lieblingsfarbe. Genau, so machen wir das. Dann tue ich das mal auf die Seite, dass nicht schmutzig wird. Und drehe es mir einfach auf die Rückseite, also praktisch hier so. Hol mir mein Spezialkleber, dem, was ich gerne mag. Das ist der hier. Der kleine Puppeli. Und mach mir jetzt einfach hier ein paar Tropfen hin. Und dann nehmt ihr euer Papier, so wie ihr es haben wollt, einfach hier draufkleben. Moment, da muss ich ein bisschen hier leiser machen. Dass ihr das hört, das ist dann etwas doof. Und dann macht ihr wieder hier ein paar Tupfen. Muss nicht viel sein, weil wenn ihr dann ganz viel drauf tut, schwappt es dann nach vorne und das ist dann nicht so schön. Und wenn ihr dann unsicher seid, nehmt ihr einfach euren Finger, macht einfach den Kleber verteilen und dann dreht ihr einfach diese Feder um. Dann macht ihr so. Einfach andrücken. Dann schaut es so aus. Zwei Federn. Und hier ein bisschen wegwischen, dass die Karte nicht voll wird. Dann brauchen wir einen Text, einen Spruch oder je nachdem, was ihr zu Hause habt. Sag ich ja immer, ne? Und dann brauche ich so ein, ne? Sowas da. Ich mache das ab und zu mal so, weil sonst die Farbe, der Stempel nicht haften bleibt. So, wenn ihr das dann habt, dann habe ich hier ein Acrylblock, der Stempel und ein Stempelkissen. Einfach das nehmen, was ihr zu Hause habt. Abstimme. Dann schaut es so aus. So ganz normal. Und dann, wenn ihr mich gut kennt, kommt natürlich auch Glitzersteine jetzt mit drauf. Aber nur ein paar. Ein paar ist gut. Also die mich kennen, wissen, wie viel ich drauf mache. Nämlich ganz viele. Haha. Jetzt brauche ich meinen Stift. Jetzt brauche ich andere Glitzersteine. Muss ich mir wieder welche neue kaufen, weil die sind schon alle schon verbraucht. Das ist Wahnsinn.
Also 1000 Stück. Aber ich liebe diese Steinchen. Und benutze sehr viel. So, dann warten wir, bis der Kleber da eingezogen ist. So, und wie gesagt, meine Karte ist soweit fertig. Der Kleber muss nur noch einziehen. Und wie ich euch gesagt habe, ich habe nämlich zwei gemacht. Das war jetzt die zweite. Da füge ich euch später noch ein Foto mit ein, genau. Und die erste schaut so aus. Ist die gleiche Farbe von Papier und die gleichen Farben an Glitzersteine. Gut. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne bei den anderen auch vorbei. Die würden sich natürlich auch freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald, ihr Lieben. Tschüssi!